So, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich heiße Ikin oder auch XRKMiau. Normalerweise findet ihr mich auf Twitch oder hauptsächlich findet ihr mich auf Twitch. Vorneweg schon mal vielen herzlichen Dank an EA und ans Creator Network fürs Sponsoren vom Stream, fürs Sponsoren vom YouTube-Video beziehungsweise für die Unterstützung. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir schalten gleich mal schon mal hier rüber und zwar zeige ich euch heute, A, wie kann ich aus meinem Wohngrundstück ein Apartment machen, beziehungsweise wie kann ich meine Räume untervermieten. Und dann habe ich noch was Kleines Nettes für euch, denn ihr könnt nämlich mit dem zu vermieten Pack von die Sims 4 auch einfach ein Hotel betreiben. Surprise, surprise! Falls ihr nicht wisst, wie das geht und da total scharf drauf seid, ich erzähl's euch. Also, ich habe jetzt erstmal ganz grobi-mobi hier einfach mal so ein paar, das sieht jetzt einfach nach nichts aus, aber es reicht absolut für Demonstrationszwecke, wie die ganze Lumumpe hier nämlich funktioniert. Und zwar, normalerweise ist das einfach ein ganz stinknormales Grundstück. Ihr baut da irgendwas drauf und ihr wohnt da und spielt mal euren Sims. Wenn ihr aber jetzt einzelne Räume untervermieten möchtet, müsst ihr von eurem Wohngrundstück auf zum Beispiel hier das Mietwohnungshaus wechseln. Und dann habt ihr nämlich die Möglichkeit, einzelne Räume jetzt zu definieren. Ihr könnt sogar einzelne Regeln festlegen für bestimmte Räume. Ihr könnt auch Gemeinschaftsräume festlegen, wie zum Beispiel eine Waschküche oder einen Gemeinschaftsgarten oder einen Wellnessbereich oder was euch so in eurem Mietshaus so einfällt, was ihr machen möchtet. Eine Schwimmhalle im Keller, das wäre dann Gemeinschaftsraum und da könnt ihr tatsächlich dann auch andere Sims aus eurem Haus immer mal wieder antreffen. Ihr könntet zum Beispiel sogar einen Waschtag in eurem Kalender festlegen und dann an dem Tag die Bestimmung haben, dass wenn da quasi großer Waschtag ist, dann trefft ihr vielleicht eure ganzen Sims an dem Tag waschend im Keller. Da ist eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. Wir wechseln mal hier den Gemeinschaftsraum in ein Zimmer und schon können wir hier eine weitere Einheit hinzufügen. Übrigens, was ich richtig, richtig cool finde, wir machen mal das Sims vorgegebene Maximum. Aber aufgepasst, aufgepasst, das Sims vorgegebene Maximum ist nicht gleich das Sims vorgegebene Maximum. Denn ihr könnt, ihr seht jetzt hier, oh, du kannst nur maximal 6 Wohneinheiten, Mieteinheiten einrichten. Ihr könnt das aber mit einem kleinen, einfachen Cheatcode, den Sims für euch schon bereitgelegt hat, könnt ihr nämlich bis zu 100 Wohneinheiten auf einem Grundstück machen. Das ist ein bisschen so geregelt, dass das quasi die maximale Anzahl von 100 Wohneinheiten ist quasi für eure ganze Welt. Wenn ihr also noch andere Häuser habt, wo ihr Räume untervermietet, dann kommt ihr nicht ganz auf die 100 Mieteinheiten, weil wie gesagt, das für die ganze Welt global zusammengerechnet wird. Habt ihr aber ansonsten nichts untervermietet, könnt ihr theoretisch, und es hat ein bisschen was mit eurer Rechnungsleistungsfähigkeit eures PCs zu tun, könnt ihr theoretisch 100 Einheiten auf ein Grundstück packen. Wenn man das wollen. Und ich bin mir ziemlich sicher, der ein oder andere wird das wahrscheinlich ausprobieren. Reden wir besser nicht drüber. Sims hat, beziehungsweise die Entwickler vom Pack haben viel Zeit sich genommen, um Dinge auszuprobieren. Was ist das Maximum? Und da ja Sims auch zugänglich sein soll für viele, viele, viele Spieler und viele tatsächlich auch immer noch auf einem nicht so mega hochwertigen Rechner oder Laptop Sims spielen und die das halt auch trotzdem spielen sollen können, haben sie sich quasi auf das Standardmaximum von 6 Wohneinheiten geeinigt. Mit der Option, dass man das aber, wie gesagt, bis zu 100 Wohneinheiten auf einem Grundstück beziehungsweise hochgerechnet auf die Welt maximieren kann, wenn man das täten tun wollen würde. So, wenn wir dann wieder aufs Häuschen klicken, kommen wir nämlich jetzt in die einzelnen, also ihr könntet zum Beispiel auch machen Room 101, ihr könnt die alle umbenennen, Room, also gerade auch, wenn ihr zum Beispiel irgendwann mal ein Hotel bauen möchtet und das Ganze tatsächlich auch als Hotel betreiben möchtet, wäre es vielleicht interessant, eure Räume auch nach Stockwerk oder was euch, also Hotel, also das wäre ja wahrscheinlich dann
201. Das wäre wahrscheinlich dann 202 und das da müsste dann Room, weil dritter Stock quasi 300, Room 301 und 302 sein. Machen wir einfach mal. Room 302, dann ist das schon so ein bisschen ordentlich. Dann könnt ihr hier zum Beispiel, aber das ist kein Muss, könnt ihr eingeben, wie viele Betten ihr habt, wie viele Klos, kein Muss, kann man aber machen, ändert an der ganzen Geschichte sowieso nicht. Und dann könnt ihr auch nochmal Merkmale bestimmen pro Wohnung bzw. pro Raum, den ihr vermietet. Und da sind natürlich so die ganz klassischen, die man so kennt, aber da sind natürlich auch ein paar neue dabei, was ich richtig cool finde. Und zwar bei den Herausforderungen gibt es zum Beispiel, für Wohngrundstücke gibt es neu die Wartungsprobleme und dann gibt es hier die Schimmelgeschichte. Also könnt ihr an- und ausmachen. Das war oft eine Frage, die ich schon im Stream gehört habe. Wie ist denn das mit dem Schimmel? Hier ist nochmal eure Antwort. Mit dem Schimmel ist es genauso wie mit dem Staub. Ihr könnt ihn an- und ausmachen. Also nutzt den Schimmel als Herausforderung. Ich werde ihn auf jeden Fall nutzen, weil ich möchte all meine Sims verschimmeln sehen. Und ich liebe neue Todesarten. Ich kann nicht genug davon bekommen. Also kann man zum Beispiel den Schimmel anmachen. Und dann kann man auch sagen, das ist, hier gibt es eine tolle Akustik und eine Teenie-Nachbarschaft. Oder was euch, was euch da halt noch so einfällt, was ihr halt habt. Und jetzt, wenn wir quasi aus dem Baumenü zurückkommen und sagen, wir haben alles schön eingerichtet, es soll alles genauso sein, wie es ist, dann könnt ihr hier unten, wie bei jedem anderen eigenen Betrieb, also beim der Tierklinik, bei was auch immer ihr halt also als Packs habt, könnt ihr hier nämlich jetzt draufklicken und dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit, Dinge, Verträge zum Beispiel anzuschauen. Und in den Verträgen könnt ihr jetzt einstellen, die Miete pro Tag könnt ihr selbst bestimmen. Ihr könnt aber auch sagen, Vertragsdauer. Und da wird es jetzt zum Beispiel fürs Hotel interessant. Also ihr könnt die Vertragsdauer hier hochsetzen, je nachdem, wie lange eure Sims quasi in der Wohnung bleiben sollen oder in eurem Hotelzimmer. Dass ihr sagen könnt, in Raum Nummer 1, die bleiben nur eine Nacht. In Raum Nummer 2 bleiben die 3 Nächte etc. Da müsst ihr natürlich dann immer hinterher sein, dass ihr eure Räume auch immer wieder vermietet, wenn ihr mit eurem Hotel dann Geld gewinnen wollt, also irgendwie was damit verdienen wollt. Vielleicht gibt es ja auch Dauerhotelgäste, wer weiß. Also ich glaube, da ist eurer Fantasie überhaupt keine Grenze gesetzt. Und das war auch eine Frage, die ich im Vorfeld so, so, so oft gehört habe. Und zwar, kann man Mietregeln für das Mietshaus, die Wohnung etc. Bestimmen. Und ja, könnt ihr. Es gibt so viele verschiedene Mietregeln. Also ihr könnt zum Beispiel auch, hier gibt es keine Geister, hier gibt es keine Vermüllung. Da könnt ihr, da gibt es quasi eine Strafe, wenn man, hier gibt es eine Strafe, wenn man sich damit zum Beispiel, also wenn man dann laut ist oder lauten Krach oder Party oder was auch immer, dann müssen die eine Strafe zahlen. Und das finde ich richtig, richtig cool. Wir haben jetzt zum Beispiel keine Vermüllung, keine Geister, maximale Belegung, inaktive Regel. Oh-oh. Wir haben lauter Krach und keine gesellschaftlichen Ereignisse. Derzeit unbewohnt. Das können wir aber dann gleich auch bewohnbar machen, zeige ich euch. Und da habt ihr quasi noch eine Bewertung von eurer Mieteinheit. Also es ist eher ein kleines, es hat gar keine Ausstattung, beziehungsweise sehr, sehr spärlich, weil wir haben ja gar nichts reingestellt. Dann haben wir hier noch die Umgebung mangelhaft, also umso mehr ihr dekoriert etc. Und die Wartung ist schlecht, also es ist zum Beispiel dreckig, euer Licht geht nicht, ihr habt kein Strom, kein heißes Wasser oder was auch immer. So, jetzt können wir hier zum Beispiel mal Leerstand füllen machen. Und können hier derzeit unbewohnt, wir sagen mal, die bleiben 3 Tage, Miete passt auch und dann gehen wir hier auf Weiter. Und dann gibt es quasi immer einen Vorschlag an potenziellen Mietern, wer könnte da wohnen. Wir haben hier zum Beispiel 2 Senioren oder wir haben junge Erwachsene. Es gibt quasi einen Grundbestand, den Sims euch neu zur Verfügung stellt. Also es sollten eigentlich immer verfügbare Mietparteien da sein, die wie gesagt von Sims im Hintergrund hinzugefügt wurden, also Familien, die erstellt wurden, aber eure Sims, wenn ihr eine komplette Welt mit nur euren Sims macht, die kein Zuhause haben etc., sollten da auch auftauchen, wenn ihr die haben wollt. Also wir können zum Beispiel jetzt hier diesen jungen Erwachsenen mal nehmen und sagen, yo, du bezahlst sogar ein bisschen mehr Miete und dann wohnt da The Boulder für
3 Tage. Wir können aber auch sagen so, ey, nee, diesen Hotelraum, den vermieten wir jetzt nur für einen Tag. Und dann gibt's hier wieder, da kommt entweder die Shadows oder Familie Rivera. Wir nehmen jetzt mal Familie Rivera. Und dann ziehen die da ein für 2, 3 Tage, was auch immer ihr eingibt. Und so könnt ihr quasi nicht nur eure eigenen Mietwohnungen vermieten, sondern ihr könnt auch hier direkt Hotel betreiben. Und ich finde das echt eigentlich eine ganz nette Nebensache. Also es ist natürlich so ein bisschen so auf sich, also so, ihr müsst halt so ein bisschen, es ist halt so ein bisschen eigenständig Hotel betreiben. Aber ich finde es halt ultra cool, dass es die Option gibt. Also eurer Fantasie und ich gerade auch Sims-Spieler sind ja ultra kreativ, sind da ja absolut keine Grenzen gesetzt. Darum, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei all denen, die Hotel spielen wollen. Und was wir auch noch machen können, man kann natürlich nicht nur eine Mietwohnung haben oder ein Mietshaus, man kann natürlich auch mehrere haben. Ich weiß tatsächlich nicht, was da das Maximum ist, aber man könnte jetzt halt hingehen. Übrigens, das ist die neue Welt, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Und dann sagen sie, yo, ich kaufe mir jetzt das dann noch dazu. Und dann ist das nicht möbliert und dann habt ihr noch ein zweites Grundstück, was euch auch noch gehört. Also könnt ihr mehrere Grundstücke auch gleichzeitig betreiben und der größte Immobilienhai ever werden. So, und dann haben wir nämlich hier, da haben wir das ist der Flussufer, da haben wir 6 Einheiten. Und hier können wir weitere Einheiten hinzufügen. Ich hoffe, dass das in den Basics euch so schon mal auf die Sprünge geholfen hat und vielleicht auch ein bisschen in der Erfindung, möchte ich das Pack kaufen oder nicht, dass die 4 Sims zu vermieten Pack könnt ihr ab sofort vorbestellen und spielen ab 7. Dezember. Ich freue mich da riesig drauf. An der Stelle nochmal vielen, vielen herzlichen Dank an EA Creator Network und wir sehen uns bei mir im Stream. Ich sag euch wieder auf Twitch oder hier auf YouTube, wie auch immer ihr möchtet. Lasst einen Kommentar und ein Like da und wir sehen uns das nächste Mal. Vielen, vielen herzlichen Dank.